Hätten Sie Lust, jetzt gerade, vielleicht beim Frühstück, heute Morgen Plastik zu essen? Unsere NDR-Kollegen von der Redaktion Markt haben diese Plastikteilchen trotzdem aufgespürt. Sie sind in Honig, Milch und Trinkwasser. Vermutlich auch in anderen Lebensmitteln. Mit dem bloßen Auge ist es kaum zu erkennen. In die Lebensmittel gelangt es vermutlich durch die Luft oder das Wasser. Wir haben Regenwasser untersucht. In Regenwasser findet sich große Mengen dieses Materials. Wir können davon ausgehen, dass Mikroplastik überall in der Atmosphäre zu finden. Die Auswirkungen auf den menschlichen Körper und die Umwelt sind noch ungeklärt. Versuche mit Miesmuscheln führten allerdings zu starken Entzündungen im Gewebe. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe hat mit Wetter so nichts zu tun. Ohne Zweifel, wir scheinen in eine Warmphase mit der Erde zu geraten. Der Mensch möchte ja gerne das Klima kontrollieren, es nach seinen Vorstellungen einrichten. Der neue Trend ist es, dafür technische Mittel einzusetzen, und die sehen so aus. Die Chemiesuppe der Chemtrails enthält Aluminiumpulver und Bariumsalze, welche einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All reflektieren soll. In unseren Breitengraden weisen heute praktisch alle Menschen bereits eine auffallend hohe Vergiftung durch Aluminium und Barium auf. Wie das äußerst seltene Barium in unseren Körper gelangt, kann man ohne Chemtrails als Ursache erst recht nicht begründen. Offenbar wissen wir viel zu wenig über die komplexen Zusammenhänge in der Natur, und deshalb sollte man sich vor solch massiven Eingriffen hüten. Die Atmosphäre ist auch keine Klimaanlage, die durch das Drehen der Schraube in die eine oder andere Richtung das gewünschte Klima liefert. Aber genau das scheint man bei der Klimadiskussion vorauszusetzen, dann, wenn es um das Kohlendioxid geht. Aber ist die Reduzierung des Kohlendioxids wirklich das Allheilmittel für eine Verbesserung des Klimas? Wenn man beim Fernsehen angestellt ist, dann darf man nicht sagen, Chemtrails. Die normalen Kondensstreifen, also nicht die mit Chemikalien versetzten, diese Kondensstreifen treten aufgrund kalter Luft bei minus 30 Grad Celsius auf. Dazu muss man sich in großer Höhe befinden, ungefähr bei 9 Kilometern. Die Abgase enthalten zudem Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf. Daraus entstehen Eiskristalle, und das ist der weiße Streifen hinter den Flugzeugen. Die Eiskristalle erwärmen sich, lösen sich auf und die Streifen verschwinden. Das dauert höchstens eine Minute. Was wir jetzt beobachten können, und zuerst konnte ich es gar nicht glauben, ist nicht mehr normal, ist natürlich. Irgendetwas passiert da. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder warum sie es machen, aber ich kann es bezeugen, dass es nicht natürlich und nicht normal ist. Irgendjemand beeinflusst das Geschehen von außen. Vielen Dank. Ich bin hier, um zu bezeugen, dass es die Chemtrails wirklich gibt. Es sind keine Kondensstreifen, und sie sprühen fast jeden Tag. Ich habe mir die Wolken und die Sprühvorgänge angesehen, und ich muss Ihnen mitteilen, dass diese Verunreinigung, die da auf uns herunterkommt, eine sehr, sehr große Gefahr bedeutet. Schaut nach oben. Als Pilot schaue ich immer nach oben, bevor ich fliege. Und ich sage euch, Junge, Junge, die arbeiten wirklich hart an dieser Sache. Wenn Sie nach oben zur Sonne schauen und einen weißen Dunst sehen, dann ist das Aluminium, das in der Luft schwebt, und es kommt von den Flugzeugen. Wir finden große Mengen von Aluminium, weil diese Chemtrails Aluminium, Strontium, Barium und Mangan enthalten. Angeblich kommt Aluminium ja überall vor, normalerweise aber nur in gebundener Form. Freies Aluminium kommt im Normalfall nicht vor. Trotzdem finden wir riesige Mengen von freiem Aluminium im Boden. Das kann gar nicht natürlich sein. Die ausgebrachten Metallpartikel sind sehr schädlich für die Umwelt, wir müssen das überwachen. Und wir müssen Tests dazu durchführen. Nun gut, zu meinen Vorrednern. Ich habe mir genau angesehen, woran Sie arbeiten. Sie haben recht. Ich habe die gleichen Beobachtungen gemacht. Wollen Sie Zahlen hören? Ich habe das Regenwasser untersucht. 2013 konnte ich 13.100 Mikrogramm Aluminium pro Liter Regenwasser nachweisen. Normalerweise müsste der Wert 0 sein. 13.100 Mikrogramm sind ganz schön viel. Der Wert war mal 0. Im Jahre 2000 lag er bei 100. Seit 2010 bewegt sich der Wert im Tausenderbereich. Und zuletzt lag er bei 13.100 Mikrogramm. Im Schnee von Mount Chester, dem unberührten Mount Chester, waren es 61.000 Mikrogramm pro Liter. Das Vierfache von dem, was dort im Boden gefunden wird. Woher verdammt soll das kommen, wenn es nicht aus dem Boden stammen kann? Es gibt Wolken am Himmel, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ich sehe fast jeden Tag völlig neue Wolkenformationen.
Die NASA hat einigen dieser neuen Wolken sogar Namen gegeben. Das finde ich sehr interessant. Die NASA ist übrigens ein Unternehmen. Das sollten Sie wissen. Die NASA hat mit metallisiertem Treibstoff geforscht. Sie haben den Treibstoff direkt mit Aluminiumoxid versetzt, da dieses über 2 Aluminiumatome und 3 Sauerstoffatome verfügt. Bei der Verbrennung wird Sauerstoff frei. Das steigert die Effizienz der Motoren erheblich. Das Aluminium bleibt allerdings in der Luft zurück. Es kommt vom Himmel auf uns herunter. Und das ist ein riesiges Problem. Da es von oben kommt, passieren verschiedene Dinge. Es ist in der Luft, die wir einatmen. Wenn wir diese Stoffe einatmen, gelangen sie über die Nase sehr leicht ins Gehirn und dringen dort ein. Sie dringen auch in den Frontallappen. Die Schadstoffe wurden bereits genannt, zum Beispiel Aluminium. Aluminium ist davon der wichtigste Stoff, denn er verursacht als primärer Produzent von freien Radikalen eine vorzeitige Apoptose, also einen Zelltod. Wie viel giftigen Feinstaub wir tagtäglich einatmen, wird an Messstationen wie hier bei der EMPA in Dübendorf ermittelt. Im Elektronenmikroskop analysieren die Forscher für MTW eine Feinstaubprobe. Unter starker Vergrößerung wird die giftige Luftfracht sichtbar. Kopfzerbrechen hingegen bereiten den Forschern die ultrafeinen Partikel, welche den Hauptbestandteil ausmachen. Diese winzig kleinen Partikel sind bislang kaum erforscht und können erst seit kurzem überhaupt gemessen werden. 100 Nanometer, das ist etwa 1000-mal weniger als der Durchmesser von einem menschlichen Haar. Feine Haare in der Nase filtern Partikel, welche größer als 20 Mikrometer sind. In der oberen Luftröhre wird über Schleimhäute der Staub größer 10 Mikrometer herausgefiltert. Die unteren Atemwege sind mit Flimmerhaaren und einer Schleimschicht überzogen. Hier bleibt Feinstaub zwischen 5 und 10 Mikrometer hängen. Die kleineren Partikel gelangen in die äußere Peripherie der Lunge, in die Lungenbläschen. Die Lungenbläschen sind von feinen Blutgefäßen umgeben. In diesen Blutgefäßen findet der Sauerstoffaustausch mit dem Blut statt. Die roten Blutkörperchen transportieren den lebenswichtigen Sauerstoff im Blutkreislauf. Gefährlich könnte es werden, wenn man den giftigen Feinstaub auch hier finden würde. Maximal eine Stunde verteilen sie sich in der ganzen Lunge, im ganzen Lungengewebe. Sie gehen also durch Zellen durch und durch das ganze Gewebe durch. Die dreidimensionale Darstellung der Probe zeigt ein brisantes Resultat. Die grün gefärbten Partikel sind in die Blutkörperchen eingedrungen. Die Gehirnzellen werden vorzeitig abgetötet. Das Narbengewebe, das das Gehirn anschließend bildet, das sogenannte Amyloid, ist ein Teil einer chemischen Struktur, die Alzheimer begünstigt. Aluminium, erstaunlich, wo es überall verwendet wird. Und was steckt eigentlich im Aluminium selbst? Stoffe, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Chemische Verbindungen, von denen niemand weiß, wie sie auf den Menschen und auf die Umwelt wirken. Die Aluminiumproduktion ist eine der umweltschädlichsten Aktivitäten der Menschheit, sagte das World Watch Institute schon vor 20 Jahren. Hoher Energieaufwand und brisante chemische Abfälle bei der Herstellung. Diese Faktoren sind weitgehend bekannt. Aluminium ist neurotoxisch. Der Toxikologe Christopher Exley untersucht das Gehirn der Verstorbenen auf Aluminiumrückstände. In einer der Proben aus dem Gehirn von Frau Cross haben wir 23 Mikrogramm gefunden. Beim Rechnungsprüfer Günther Parolla aus Krefeld mehren sich in den letzten Jahren unerklärliche Aussetzer. Schließlich lädt ihn sein Neurologe zum Alzheimer-Test. Wir fanden heraus, dass normale Brustzellen bei Zugabe von Aluminium Kolonien kleiner Tumore bilden. Wenn kein Aluminium beigefügt wird, machen sie das nicht. Es scheint, als könnte Aluminium eine normale Zelle in eine Krebszelle verwandeln. Dabei ergab die Analyse einer aktuellen Probe durch das Umweltbundesamt in Wien, dass der Aluminiumwert um das 200-fache über dem Grenzwert für Trinkwasser liegt. Ich bin Neurologe und praktiziere seit 7 Jahren. In den letzten 5 Jahren hatte ich es mit einer großen Anzahl von Patienten mit Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen zu tun. Ihre Anzahl hat enorm zugenommen. Sie hat sich beinahe vervierfacht. Als ich vor einigen Jahren in Hawaii war, begann mein Interesse für Chemtrails. Die Hawaiianer äußern sich sehr deutlich zu diesem Thema. Und ich kann etwas zu der zunehmenden Anzahl von Alzheimer-Fällen sagen. Es ist nun möglich, Aluminium extrem zu zerkleinern, deshalb bleibt es länger in der Luft.
Das bedeutet aber noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob jemandem schon mal dieser metallische Geschmack im Mund nach dem Sprühen aufgefallen ist. Und sind Chemtrails eine Verschwörungstheorie? Ehrlich gesagt, ich glaube ja, ja, natürlich ist es absoluter Blödsinn, Aber kannst du kurz erklären, was das dann da ist, wenn es keine Chemtrails sind? Kondensstreifen. Ja, das sind die Kondensstreifen von Flugzeugen, ja klar. Wenn Sie diese Partikel einatmen, durchdringen Sie das Siebbein und Ihre Nebenhöhlen und gelangen so ins Gehirn. Wie Sie bereits gehört haben, werden Nanopartikel versprüht, also extrem kleine Partikel. Diese Nanopartikel lösen im Gehirn eine Art automatisches Programm der Zellen aus. Und das führt letztendlich zu Alzheimer. Das ist Problem Nummer eins, denn wenn wir über Alzheimer sprechen, sagen wir, das betrifft die alten Menschen. Das eigentliche Problem und die Angst, die ich habe, ich bin zweifacher Vater und dreifacher Großvater, dass unsere Kinder im Mittelpunkt dieses Dramas stehen. ADS trat zum ersten Mal in den 70er Jahren auf. Autismus war noch gar nicht präsent. Es gibt keine Dokumente aus dieser Zeit, keine Informationen. Nur eins von 100.000 Kindern war betroffen. Heute betrifft es einen von 48 Jungen. Damals gehörte ich einer Gruppe von Ärzten an, die nach Aluminium bei ADS und ADHS Erkrankungen gesucht hat. Bei allen Kindern, die diese Auffälligkeiten entwickelten, stellten wir hohe Aluminiumwerte fest. Was ich als Wildbiologe sehe, bereitet mir große Sorgen. Ich beobachte schon eine ganze Weile, wie das Ökosystem kollabiert. Wenn wir alle Organismen in unseren Flüssen verlieren, weil mit Aluminium belastetes Wasser in unsere Flüsse gelangt, sterben unsere Mikrobakterien ab und das gesamte Ökosystem wird gestört. Das geht weit über eine einfache Verschmutzung hinaus. Wie ist Monsanto auf die Idee gekommen, aluminiumresistente Pflanzen zu entwickeln? Diese Frage hat noch niemand gestellt. Insekten, ich habe Studien in Siskiyou County durchgeführt. Es gibt von ihnen nur noch ca. 20% dessen, was einmal normal war. Die Wasserinsekten haben seit 2006 rapide abgenommen auf ungefähr 20% der normalen Population. Dieses Jahr habe ich bereits 200 Forellenmägen untersucht, 89% waren leer. Das gleiche gilt für Steinfliegen, Zweiflügler und Köcherfliegen. Sie sind weg. Ich habe das Wasser getestet und festgestellt, dass Aluminium in der 47-fachen Menge des normalen vorhanden war, Strontium in der 10- bis 20-fachen und Barium in der 20-fachen Menge. Ab 1993 hat die Air Force eine In-vitro-Studie über die Toxizität von Aluminium-Nanopartikeln in Lungenbläschen von Ratten durchgeführt. Das heißt für Laien, sie haben die Auswirkungen dieser Partikel auf weiße Blutkörperchen in den kleinen Luftbläschen der Lunge getestet. Ich habe an die US-Regierung geschrieben, weil die Air Force ein Buch mit dem Titel veröffentlicht hat, ab 2025 kontrollieren wir das Wetter. Ich bitte Sie dringend, Geoengineering in Chester County zu verbieten und eine entsprechende Verordnung zu verabschieden. Warum gibt es Spitzenwerte von Alzheimer und Aluminium? Was machen diese Fasern hier in Chester County? Am 14. Januar gab es im ZDF einen Wetterbericht, der bei den Zuschauern viele Fragen offen gelassen hat. Der Meteorologe Gunther Thiersch hatte schlangenförmige Wolken auf dem Radarschirm, die sich mit keinem Gesetz der Meteorologie erklären ließen. Das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Bereits 2005 waren den Meteorologen erstmals solche merkwürdigen Geisterwolken aufgefallen. Als das Phänomen wieder auftauchte, gingen Brandt und seine Mitarbeiter an die Öffentlichkeit. Daraufhin beschäftigte das Rätsel eine ganze Wissenschaftlergruppe vom DLR, Forschungszentrum Karlsruhe, der Universitäten Bonn und Hamburg. Ihr abschließendes Urteil, es musste sich um Düppel oder auch Chef genannt handeln, eine militärisch genutzte Substanz zur Radartäuschung. Es waren Wolken auf dem Radar, die künstlich erzeugt wurden durch militärische Emissionen von Partikeln, von Düppeln auf dem Radarfeld über Norddeutschland über hunderte von Kilometern. Für die enorm großen Geisterwolken aus Richtung holländischer Küste müssen immer wieder tonnenweise der Substanz über der Bundesrepublik niedergehen. Wir richten Umweltzonen und Ähnliches ein und anscheinend gilt die Umweltzone in 4-5 Kilometer Höhe über der Nordsee anscheinend nicht und über Deutschland nicht. Da spielt es keine Rolle, was da ausgebaut wird. Finde ich unglaublich. Zu den riesigen Düppelwolken, die von der holländischen Küste regelmäßig über Deutschland ziehen, wollte man sich nicht äußern. Alle 20 bis 30 Tage ungefähr, konservativ abgeschätzt, gibt es diese Wetterlagen, wo auch diese Partikel auftauchen.
von der Nordsee her, Hochdruckgebiet darüber, von Nordwesten her kommt das rein. Und wenn man das wirklich mal auswerten würde, würde man überrascht sein, wie häufig das auftritt. Also alle 20 bis 30 Tage so eine Situation mit einem flächenhaften Partikelstrom. Und das hier ist. Auch wenn diese Militärwolken nicht von der Bundeswehr stammen, dass sich niemand verantwortlich fühlt für Stoffe, die regelmäßig über Deutschland absinken und die eigentlich verboten sind, halten die Meteorologen schlichtweg für absurd. Absurd ist ja noch eine nette Umschreibung. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Jetzt kommt's aber noch besser. Als die besorgten Bürger nun wissen wollten, was das genau für ein Zeug ist, das da immer wieder mal vom Himmel fällt, erklärte die deutsche Luftwaffe, dass Düppel harmlose Glasfasern sind, die man mit dem Hausmüll entsorgen kann. Wenn Düppel tatsächlich so harmlos sind, warum müssen dann Luftwaffenangehörige Atemmasken tragen, wenn sie damit zu tun haben? Die Studien der Bundeswehr liegen unter Verschluss. Doch als man dort hört, worum es sich handelt, möchte man mit der Sache nichts zu tun haben. In einer amerikanischen Studie neueren Datums ist zu lesen, die Frage bleibt offen, ob die Fasern während des Ausstoßens oder durch Verwitterung zu lungengängigen Partikeln zerbrechen können. Es gibt keine Daten bezüglich der Effekte von solchen Faserpartikeln auf Lungenflügelgewebe. Was Mineralfasern so gefährlich macht, ist die hohe biologische Stabilität. Die Analyse des Materials mittels der Röntgenfluoreszenzanalyse hat ergeben, dass die Hauptbestandteile Aluminium und Silizium sind, neben Calcium, Magnesium und Bor. Es scheint sich also um ein normales Glasmaterial zu handeln. Wir haben jetzt mittels anderer Methoden noch den Gesamtgehalt an metallischem Aluminium versucht zu bestimmen und sind darauf gekommen, dass es sich um 60% Aluminium und ungefähr 40% Glas handelt. Auffällig ist der hohe Aluminiumanteil, der laut veröffentlichten Angaben viel geringer hätte ausfallen müssen. Offiziell wird die Harmlosigkeit von Düppel damit begründet, dass Aluminium häufig in der Erdkruste vorkommt. Allerdings reines Aluminium gibt es in der Natur nicht. Ob Nanopartikel reinen Aluminiums, wie bei anderen Elementen bekannt, schädlich sein können, welche Auswirkungen sie auf Organismus und Umwelt haben, behandeln die vorliegenden Studien nicht. Wenn man die Fasern vergleichen will mit bekannter Glaswolle, dann kann man wirklich sagen, es ist ähnlich, aber es kommt hinzu, dass diese Fasern noch mit Aluminium beschichtet sind. Genaue Zahlen, wie viele Tonnen über Deutschland jährlich verstreut werden, gibt es offiziell nicht, aber uns liegen immerhin Zahlen für ein Bundesland vor. Allein beim jährlichen NATO-Manöver Elite werden über Baden-Württemberg rund 2,5 Tonnen gestreut.